Servus Freunde, da sind wir wieder zurück bei Mega Man X. Das letzte Mal haben wir uns einen harten Kampf mit einem formidablen Gegner geliefert, nämlich einer fetten, überschnellen Spinne. Und jetzt sind wir hier in der nächsten Stage. Und sind gleich wieder ausgeschieden aus dieser Stage. Och bitte, lass mich die Spinne nicht nochmal machen. Ach, danke. Okay, was ich sagen wollte, wir sind jetzt in der nächsten Stage und können weitergehen. Hoffentlich. Verschwinde. Ja. Ja, das. Wow. Okay. Diesem Spiel habe ich schon ein paar geile Rettungsaktionen gestartet. Das müsst ihr mir lassen, Leute. Au. Oh. Bad Attack verschwindet. Oh, alle unsere Sachen sind aufgeladen. Gut. Okay, ich habe schon mindestens drei Stellen gesehen in diesem gesamten Let's Play, wo ich mich mit geilen Rettungstricks befreit habe. Ah. Verschwindet Fledermäuse. Oh, von mir aus. Wenigstens. Oh, die Energietanks muss ich ja noch auffüllen, ganz vergessen. Und da kommt der nächste Gegner. Hoffentlich ein Weichei. Oh, der. Was hat der? Schwäche? Feuer? Ja, Feuer! Okay. Komm doch her! Na toll, hat mich trotzdem eingefroren. Ich hab noch Chancen. So. Ich sollte vielleicht mit meinem Feuer aufpassen, wenn ich das ballere. So. Nee, nee, nee. Das kannst du ja gleich sonst wohin stecken. Kleiner, fetter Pinguin. So. Jetzt schleudert er sich wieder. Und ich erwarte ihn schon mit meinem Flammenwerfer. Soll ich endlich auch mal gucken können, wie viel Schaden das macht. Also in den normalen Mega Man Classic Spielen machen die sehr effektiven Attacken mehr Schaden als wie hier. Ja, blast mal. Achso, ich kann nicht auf Seis rauf. Das ist schade, denn ich hätte gerade vermutet, dass ich rauf kann. Aber egal, er ist sowieso gegen die Decke geknallt und dadurch gestorben. Wahrscheinlich werden wir die anderen Gegner auch noch alles sehen. Also, mindestens einer kommt noch in dieser Stage. Naja, du steigst hier nicht rein, das ist schon meiner. So, jetzt hau ich euch alle zusammen. Weg da, Kampf der Robots. Au. Weg da oben, du störst mir. Lalala. Was? Warum trifft er mich? Ich habe ihn doch zuerst zusammengeschlagen. Verschwinde, Scheißteil. So, ins Gesicht geboxt. Oh, mein Teil ist kaputt. Ich kann nichts mehr machen. Da muss ich im Science auch zerstören oder ich hau einfach ab. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum immer Gewalt suchen, aber du willst es nicht anders. Ich wollte flüchten. Dir deinen Roboter ruhig lassen, aber wenn du unbedingt eins auf die Schnauze haben willst, kann ich dir das Gefallen gerne tun. Natürlich gehe ich den schwereren Weg. Ich glaube zumindest, dass der mein Weg der schwerere ist. Au. Natürlich lasse ich mich hier auch noch von allen treffen. Oh, Storm Eagle, das sehe ich doch jetzt schon kommen. Habe ich recht? Ja. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Schwäche der hat. Ich baller ihn einfach so in den Haufen. Jetzt schleudert er sich wieder. Egal, Hauptsache er trifft mich nicht. Oh, er kommt wieder runter.
Er spuckt wieder seine Küken aus. Jetzt kommt er wieder gleich angeflogen, ja. Warum macht das so einen Schaden? Das könnte etwas dauern. Deine kleinen Küken hat sie sonst nicht stecken. Ah. Oh, er spuckt wieder seine Küken aus. Ja, und das nutzt er auch gleich für einen Sturzflug. Noch ein Sturzflug. Da kommt er wieder angeflogen und muss wieder einstecken. War klar, dass er jetzt von da kommt. Okay, das kam unerwartet, aber... Autsch, er hat mich gestreift. Entweder er oder ich. Du könntest dir was Neues ausdenken. So, hast du jetzt davon dafür, dass du so lahme Tricks einsetzt. Bitte gib mir Energie. Nein, natürlich nicht. Nö. Verschwindet. Au. Ach, nicht du. Alles nur nicht du. Ich habe eine Idee. Warum? Der Wheelcutter vielleicht? Wie komme ich auf Wheelcutter? Der Boomerang Cutter, den meine ich. Toll. Oh, der lädt sich wieder auf. Geil. Natürlich in die falsche Richtung. Weißt du was? Scheiß drauf hier. Oh, zu früh. Komm her. So, endlich ist er tot. Ich hasse diesen Gegner. Noch einer, natürlich. Mach. So. Oh, aber ich glaube, so kann ich die gut ausschalten. Auch wenn es wenig ist, ist mir egal. Ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Weg da. Nee. Egal, rein. Mit dieser Energie kann ich wohl kaum was reißen, aber trotzdem. Ich kann den Gegner zumindest mal angucken. Und Chamäleon testen. Ja, einfach so. Was geht nach oben? Ne, ein Gesicht. Oh, das Chamäleon macht gut Schaden, aber ich glaube, ich sollte es belasten, weil ich sowieso am Vollrecken bin. Oder vielleicht könnte ich es sogar schaffen. Ja, grandios. Aber egal, so schwer ist dieser Gegner nicht. Da war die Spinne um einiges heftiger. Und wir haben gesehen, dass den Chamäleon eigentlich ganz guten Job gemacht hat. Und es ist 6.41 Uhr morgens, der 3. Jänner 2014. Oh, das war zu. Ja. Also das rote Auge ist das leichteste. Die Nase ist auch ziemlich leicht. Ja. Was kommt jetzt? Das blaue Auge. Oh, nochmal rotes Auge. Ja, dieser Gegner kann eigentlich nichts. Ja, treffen lassen und rübergehen. Das ist ziemlich unfair. Ja. Kann ihn treffen, zum Glück. Und das war's. Die Zähne sind auch tot. Vor allem die Zähne sind tot. Wie auch immer Zähne sterben können. Aber dieser Gegner war ein Waschlappen. Der konnte gar nichts. Vielleicht hatte ich nur Glück und einfach die perfekte Waffe zuerst gewählt. Das kann natürlich auch sein. Hört man mich überhaupt? Hey! Ja, mich hört man zum Glück.
obwohl ich ziemlich leise spreche und da ist immer noch dieses hässliche Gesicht. Okay, was kommt jetzt? Sieht aus, als ob wir einen Turm hoch nach oben kraxeln. Oh, du schon wieder. Ja, ballert mal schön. Ja, dich will ich auch loswerden, wenn das möglich ist. Na, wenn du mir Energie gegeben hättest, wäre ich wesentlich glücklicher gewesen. Wer kommt jetzt? Das ist den Chamäleon, oder? Nee, du. Du hattest Elektro als Schwäche, das weiß ich noch. Okay, getroffen. Electricity, das ist Eis, ich Idiot. Das ist Spark. Ja, mach. Au, natürlich zwängst du mich in die Ecke. Und weg mit deinen Schildern. Jetzt hast du nicht mehr so viel. Au, außer du schießt halt doppelt. Autsch. So. Dieser Gegner kann auch nichts, wenn man das mit dem Elektro irgendwie rausfindet. Bei mir war es zum Glück auch Glück. Er hat keine Energie fallen lassen, aber dieses Mal hätten wir sie gar nicht mal gebraucht, oder zumindest nicht so sehr. Oh, ihr schon wieder. Nein. Oh, danke vielmals. Ja, das auch. Danke. Oh, nochmal zwei Fledermäuse. Das will ich haben. Scheiße. Warum kann ich hier nicht dashen? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, von dieser Wand gedasht abzuspringen? Naja, ich werde hier ein kleines bisschen farmen, das seht ihr jetzt sowieso. Nur ein paar Mal werde ich das machen. Wenn die Fledermäuse was fallen lassen würden. Einen Moment mal, ich habe ja den Cutter verschwindet. Jawohl, genau das. Ist aber immer auch nicht viel. Okay, dreimal mache ich noch und dann gehe ich rein. Eins. Na gut. Zwei. Ja! Und drei. Ja gut, geht so. Ich frage mich, ob die andere Energie auch dazu zählt zum Energietank. Das ist den Chamäleon. Das ist den Wheelcutter, das weiß ich noch. Zunge. Okay, verschwinde. Achso, nein, du springst zuerst. Wieso sage ich immer Wheelcutter? Wie komme ich auf Reifen? Das ist... Oh nein. So. Ich schneide dir die Zunge ab. La 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 la. Einen Moment mal. So. Macht das überhaupt mehr Schaden? Ja, ich spring genau rein. Wo bist du? Da oben. Nö, macht auch nicht so sonderlich mehr Schaden als das hier. Glaube ich. Jawohl, jetzt die Füße weggeschnitten. Aber ich muss sagen, die Bosse hier sind, wenn man ein System hat, nicht mehr ganz so schwer. Und ich glaube, ich kann wirklich dieses Spiel in einer Nacht durchspielen. Ja, das bekomme ich definitiv nur durch den Au-Kata. Okay, komm her, Kata. Das wollte ich nicht, das will ich. Komm her. Danke. Und ein schwach aufgefüllten Energietank, aber wenigstens ist ein bisschen aufgefüllt, das ist schon mal etwas. Oh, das war Spark Mantel, glaube ich. Was hattest du noch schnell für eine Schwäche? Du warst das Eis, ja. Das ist der Vorteil, wenn man das Spiel in einer Nacht quasi durchspielt. Au. Ja, verzieh dich. Du machst hier gar nichts.
Hehehe. Du bist schwach, Kumpel. Ja, du kannst gar nichts. Das ist der Vorteil, wenn man dieses Spiel in einer Nacht durchspielt. Man merkt sich schnell, wer welche Schwächen hatte, auch wenn es ein Blindspiel ist, wie für mich das hier. Dann hat man hier trotzdem Vorteile, wenn man ein bisschen seinen Verstand einsetzt. Oh, wer könnte denn jetzt kommen? Doch nicht etwa, Chili Penguin? Nein, der war schon. Aber jetzt kommt garantiert dieser Octopus Freak. Warum bekämpfe ich euch Fische überhaupt? Ihr gebt mir auch gar nichts. Oh. Na Scheiße, ich habe ein bisschen Energie verloren. Ekelhaft. Ein Moment mal. Okay, das Eis, das da unten ist ein bisschen aufgefüllt. Ja gut. Was hat der Oktopus überhaupt für eine Schwäche? Elektrizität? Nein, oder? Sturm? Cutter? Sting? Sting-Chameleon habe ich... Verzieh dich! Sting-Chameleon habe ich nämlich gegen gar keinen getestet, also... Nehme ich einfach mal an, dass Sting-Chameleon sehr effektiv auf Launch-Octopus ist. Wenn nicht, dann... Ja, ich werde ein bisschen herumprobieren. Du bist jetzt tot. Nee, natürlich war es das nicht. Das Shield. Das Schild ist es. Junge, du nervst gewaltig. Nee, das bringt natürlich nichts. Lass mich in Ruhe. Du nervst enorm, Kumpel. Okay. Stirb! So, Tentakel ausgerissen. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, dass ich schon dieses ganze Let's Play über nicht so viel Kommentare von mir gebe. Das liegt ganz einfach daran, weil es ziemlich früh morgens ist und ich einfach langsam aber sicher auch müde werde, denn es ist 10 vor 7 morgens. Ich spiele dieses Spiel jetzt schon ein paar Stunden lang. Gibt's da oben was Interessantes? Ja, wie komme ich da hin? Autsch, egal. Ich habe eine Idee. Verschwindet erstmal. Au, jetzt hat er mich getroffen. Hau ab. Au. Na gut, ich sollte das Teil da ausrotten. Lass mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Schnell rein, bevor die auf die Idee kommen, mich noch weiter abzumurksen. Oh, das ist das Flame-Mammut. Was hat der noch schnell für eine Schwäche gehabt? Ist gerade mal ein paar Stunden her, dass ich gegen den gekämpft habe. Den Windsturm? War es der Wind? Ja, es war Windsturm. Komm angesprungen. Ja, er ist zu fett. Durch seine nicht vorhandene Agilität macht er mich kalt. Gerade wo ich flüchten wollte, stirbt er. Aber dieses Video dauert jetzt auch schon ein bisschen lange. Oder besser gesagt, diese Stage. Weil ich richte mich da ja meistens nach den Stages. Und jetzt kommt wahrscheinlich der echte Endgegner. Denn jetzt hatten wir, glaube ich, alle Bosse. Was bist denn du? Oh, du siehst süß aus. Und ich muss den Kopf treffen. Ja, nicht. Achso, ich kann nicht auf die Mauer gehen, wenn er das macht. Wow. Und durch, jawohl. Okay, so habe ich eine kleine Technik gegen ihn. Ah! Ja, na klar, noch unfairer. Schieß nach oben. Au, zu schnell.
nicht, mich zu quetschen. Warum kann ich da nie hoch? Mein logischer verhindert es ja. Oh oh, jetzt bin ich hinter ihm gar nicht gut. Oder? Ne. Ich muss einen Tank nehmen, vor allem. Ja. Ob das für einen Kampf ausreichen wird? Zu früh. Zu dumm vor allem. Ich hab den Knopf gedrückt, verdammt. Na toll, jetzt habe ich keinen Energietank mehr und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Supi, das heißt, ich kann alle nochmal machen. Was soll's, testen wir mal ein bisschen vielleicht. Scheiße, das hätte ich zuerst machen sollen. Wenn ich die zwei oder ein Herzteile oder wie viel da noch gewesen wäre, gefunden hätte. Okay. Das bringt schon mal nix. Das Chamäleon vielleicht. Bringt auch nichts. Oder zumindest nicht so viel. Das Shield auch nicht. Feuer. Komm her. Nee, auch nicht so wirklich. Der Sturm. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem, weil er diese Scheiße macht. Nee, der Sturm prallt ab. Was war das noch schnell? Ach so, der Spark. Ich bin nach oben gesprungen. Jetzt habe ich nicht gesehen. Macht das viel oder nicht? Oh Mann. Nee, bringt glaube ich nichts. Nee. Der Cutter vielleicht. Ja, der Cutter aber. Bringt mir jetzt leider auch nicht mehr viel. Oder vielleicht doch. Nee, doch nicht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ah, ich weiß, der Cutter bringt was. Jetzt muss ich nur wieder alle 1000 Endgegner machen, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Mega Man X Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!